wir müssen auch unterscheiden, wenn wir über diejenigen reden, die ohne Papiere hier sind. Genau. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir mal davon Abstand nehmen könnten, zu sagen, das sind Illegale. Menschen können nicht illegal sein. Menschen können nicht illegal sein. Die haben keine Papiere in Deutschland. Das wäre mir ein ganz wichtiges Anliegen, dass wir damit anfangen. Zweitens, natürlich haben wir Menschen, die ohne Papiere hier leben, weil sie ein Asylverfahren durchlaufen haben, abgeschoben werden sollten und der Abschiebung entgehen wollen. Das ist eine Gruppe, da kann man auch nicht sagen, die können jetzt in ein Asylverfahren gehen, weil das ist vorbei. Und dann muss man sich die Frage stellen, in was für ein Land gehen die eigentlich, unter welchen Bedingungen. Da gibt es eine ganze Reihe von Fällen, wo man sich fragen muss, kann das eigentlich gehen? Also kann man einen Roma in den Kosovo abschieben? Was erwartet ihn oder was erwartet eine solche Familie dort? Diese Frage muss man stellen. Und Ihre Antwort, höre ich raus, wäre nein. In dem Fall wäre meine Antwort nein.